Willkommen zurück zu Paper Mario The Thousand Year Door. Heute steuern wir Kapitel 4 an. Doch bevor wir das machen, mir ist aufgefallen, dass ich diese Mission hier im Falkenheim falsch eingeschätzt habe. Ich habe gesagt, man muss jetzt wahrscheinlich in der Mission nochmal 20 Kämpfe machen. Nein, das ist überhaupt nicht die Mission. Die Mission ist was ganz anderes. So, und zwar nachdem man gesagt hat, dass man nochmal 20 Kämpfe machen kann. Kann man nochmal mit ihr reden, um dann die Mission zu aktivieren. Warum auch immer das so ist, ist sehr komisch, aber ja. Hey! Ach, das hast du den Job angenommen, ja? Ah, dann mach dich doch bis gleich in die Arbeit. Ich brauche wirklich jemanden zum Putzen. Räum bitte den Müll weg, der sich im Lager angesammelt hat, ja? Ich will das Zeug nicht, Sicherheit nicht anrühren. Ekelhaft. Schau es mir auf jeden Fall aus den Augen. Okay. Wir sollen also ins Lager gehen und irgendwas aufräumen, wegräumen? Wo war denn das Lager? War es hier? Nein. Nee. Ach so, Lager war wahrscheinlich hier. Ja, hier war auch diese Schlüsseltür. Was zum Kupi, was haben wir denn hier? Catcher Shorts, die Shorts des Champions. Der Geruch ist unglaublich. Also, der Geruch ist unglaublich. Heißt das, es ist unglaublich gut, unglaublich schlecht? Was soll das denn? Catcher Shorts. Und warum? Wir müssen jetzt aber nicht jedes Mal. Spiel, du brauchst mir nicht jedes Mal zeigen, was Mario da auf. Ja, okay. Alles klar. Na, okay, während wir sammeln, kann ich ja schon mal erzählen, denn ich bin ziemlich gespannt auf den Düsterwald. Das ist ja das Chapter 4 Gebiet. Wir haben beim letzten Mal unseren Namen auf unseren Rücken geschrieben. Das reicht scheinbar, damit wir durch die Röhre gelassen werden, denn wir brauchen einfach nur irgendeinen Gegenstand oder generell irgendwo auf uns drauf unseren Namen. Ja, das haben wir mit Mario und Kupio gemacht, deshalb können die beiden durch. Die anderen sind in der Hosentasche, die werden schon mit nachkommen. Und ich hoffe, dass der Wald nicht einfach nur das Gebiet wird aus Paper Mario 1. Dieses, was war das dritte Chapter, glaube ich? Ich glaube, es war das dritte Chapter. Jedenfalls, ich hoffe, es wird nicht einfach nur das. Es wäre ziemlich lame, wenn das so wäre. Warte mal. Nur zur Sicherheit checke ich kurz ab, ob hier rechts auch nochmal so ein paar Catcher-Shorts sind. Aber nein, es scheint nicht so. Nope. Weiß nicht, ob es jetzt irgendwas bringt, hier nochmal Arona zu holen, zu gucken, ob ich irgendwas hier wegblähen kann, aber... Nein, ich glaube, das bringt nichts. Ich glaube, da ist auch nichts. Aber hier könnte noch was sein. Wäre aber komisch, wenn der. Ja, okay, wäre aber komisch, wenn der das hier gelassen hätte, der Aurelius. Wenn er seine Boxershorts hier irgendwie mittendrin. Also, na, ist auch egal. Müssen wir nicht weiter besprechen, was Aurelius da mit seinen Tausenden an Boxershorts macht. Ich glaube, es ist besser, wenn wir es alle nicht wissen. Ja. Ich glaube, da können wir so stehen bleiben, oder? Was sagen Sie? Ah, du stinkst irgendwie. Hast du einfach immer noch diesen Müll bei dir? Bring das Zeug doch bitte irgendwo hin, wo es mir nie wieder in die Augen kommt. Bei Kumpaniel, diesem Kumpel aus Rohlingen, wirst du es bestimmt los. Ich werde ihn informieren, gerne zu ihm. Wie random, was? Statt dass sie sagt, geh zur Mülldeponie oder schmeiß es draußen in die Tonne. Ja, geh nach Rohlingen, da ist ein Typ, der nimmt es sich schon ab. Okay, Kumpaniel nimmt mir also die dreckigen Hosen ab. Was sagt das über ihn? Wenn er die Hosen nimmt, was macht er mit den Hosen? Kann er die weiterverkaufen auf OF oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Oder tut er die waschen und er wascht die und recycelt die dann. Oh. Ja, Gumbani ist schon so ein Schlauer. Oh Mann. Na dann reden wir mal mit ihm. Ist das der hier vorne? Ich glaube, er ist es. Hör gut zu, es gibt einen außergewöhnlich coolen Trick. Zuschauer begeistern. Okay. Nee, du bist es nicht. Du bist nicht Gumbaniel. Aber ich dachte, du bist es vielleicht. Kartenspiel betrogen. Okay. Gumbaniel in Rohlingen. Okay, suche ich den mal. Ah, das ist wahrscheinlich Gumbaniel, oder? Das Gumba hat mich schon informiert. Alter, wo ist der Kerl, den du loswerden willst? Hä? Kerl? Nein, wir reden nicht über irgendeine Leiche oder so. Was? Kein Kerl? Sachen? Ach so, ja, was auch immer.
Also, was soll ich denn für dich entsorgen, hä? Fangen wir erstmal an mit der hier. Und dann würde ich sagen, die hier. Und dann ist die Reihenfolge geil. Nimm einfach alle. Nimm sie einfach alle. Kannst sie gerne alle haben, ja? Du kannst sie alle haben. Du kannst auch gerne einfach mit einem Button direkt alle nehmen, wenn du möchtest. Aber nee, ist okay. Ich gebe dir einfach einen nach dem anderen. Ich stapel die gar nicht. Hier. Mhm, das scheint die letzte gewesen zu sein. Einen dermaßen stinkigen Job hatte ich noch nie. Das solltest du dir ausreichend von Totsuka honorieren lassen, ja? Danke, Mann. So, und dann würde ich sagen, auf zurück zum Falkenhorn. Okay, sie war... Oh, ich bin wieder falsch rumgegangen. Sie war hier drüben. Genau, der Typ lässt mich auch schon durch. Sehr schön. So, Madame, Totsuka. Ah, endlich, dieses Zeug weg. Hier ist eine Belohnung. Vielen Dank. 30 Münzen, okay, Standardbudget halt. Das war's? Der Gestank wird wohl noch eine Weile in dem Zimmer bleiben. Da habe ich nichts mit zu tun. Aber ihr könntet ja einfach einen Duftbaum kaufen oder ein bisschen Parfüm oder sonst irgendein Spray. Ein bisschen rumsprühen, vielleicht die Fenster aufmachen und wenn da keine Fenster in dem Raum sind, dann... Tja, keine Ahnung. Ihr kümmert euch schon drum, ihr schafft das schon und wir hauen jetzt ab. Und zwar hauen wir ab zu Chapter 4. Ich bin falsch. Ich dachte, ich könnte einfach von dem Raum, wo wir halt unsere Verbindungen haben, direkt einfach da schnurstracks hingehen. Funktioniert leider nicht. Ich muss einmal kurz an die Oberfläche und von oben runter droppen. Anders geht's wohl nicht. Weil anders komme ich hier, glaube ich, nicht mehr nach oben. Naja, was soll's. Und den Jump schaffen! Epic Fail. Aber ein zweites Mal versaue ich das nicht. Diesmal schaffe ich's. Yeah. Okay, die Röhre war egal. Die führt in den Hintergrund. Das hatten wir schon gemacht, glaube ich. Und hier ist nun mal dieser besagte Ort. Der Düsterdorf. Habe ich Düsterwald gesagt? Na, auf jeden Fall Düsterdorf. Dort geht unser Abenteuer nun weiter. Und zwar beginnt hiermit für uns Kapitel 4. Die Glocke der Spukabtei. Los geht's. Was wird uns hier erwarten? Es erinnert mich so ein bisschen an Chapter 2, wenn ich ehrlich bin. Düsterdorf. Warum sind da diese Schweine aus dem ersten Teil? Ganz schön düster hier. Schätze, wir sind in Düsterdorf. Ah. Ich habe schon lange keine Fremden hier gesehen. Kommt ihr von weiter? Mhm. Oh, ich sehe es euch an. Ihr seid ganz bestimmt Abenteurer. Aber ihr habt einen ziemlich schlechten Zeitpunkt gewählt, um hierher zu kommen. Andererseits, für Abenteurer könnte es vielleicht ganz spannend sein. Was? Was faselst du da? Schlechter Zeitpunkt? Also, oh nein, mir graut schon, wenn ich nur daran denke. Oh nein, schon wieder die Glocke. Wie entsetzlich. Wen es wohl diesmal trifft? Oink, oink. Was zum... Oh, diesmal hat es Freddy erwischt. Hä? Wer bist du denn? Wer bist du? Das habe ich gerade gefragt. Ich bin der Dorfvorsteher. Und ihr seid sicherlich Reisende. Ihr solltet mit in mein Haus kommen. Dort können wir in Ruhe reden. Ich weiß ja nicht, Mario. Ja, was sollen wir bitte sonst tun? Das sieht überhaupt nicht aus wie ein Mario-Spiel gerade. Ich würde euch so gerne in unserem Dorf willkommen heißen, aber leider. Hm? Wie ihr seht, ist ein Fluch über unser Dorf gekommen. Ein Fluch? Das sagt dich gerade, Gabriela. Also, tief in dem Wald hinter unserem Dorf ist ein uraltes Gebäude, die Spukabtei. Dort lebt ein Geist, der diesen Fluch über uns verhängt hat. Immer wenn die Glocke dort läutet, wird einer von uns in ein Schwein verwandelt. Alle deine Lieben werden plötzlich zu Schweinen. Und du weißt nie, wann es dich selbst treffen wird.
Vor lauter Angst kannst du nachts kein Auge zutun. Natürlich, es ist in diesem Dorf schon immer ziemlich düster gewesen. Aber wenn das so weitergeht, gibt es hier bald nur noch Schweine. Ich rate euch also, verschwindet lieber, bevor es zu spät ist. Das geht aber nicht, wir suchen etwas. Hast du vielleicht schon mal was von einem Sternjuwel gehört? Das Sternjuwel, ich weiß nichts Genaues, aber in der Spukabtei. Ich hab mal gehört, dass die dort irgendeinen roten, sternförmigen Stein anbeten. Wirklich? Das ist bestimmt das Sternjuwel. Ihr wollt doch nicht etwa, wollt ihr wirklich zur Spukabtei gehen? Oh, was für eine Kühne. Ja, warum nicht? Der hiesige Dorfvorsteher, er wirkt irgendwie hilflos. Aber diese Verantwortung und diese Sorgen, da ist das schon verständlich. Yep. Das ist wirklich abgefahren, was hier abgeht. Hey, du lebst ja noch. Ein Düsseldörfler erscheint mir ein wenig unterbelichtet. Ich hoffe, er wird nicht ernsthaft krank vor lauter Grübelei. Wie sich das wohl anfühlt, ein Schwein zu sein? Oder ob man einfach gar nicht mehr fühlt? Ach, ich mag nicht mehr davon denken. Okay, gar nicht gut. Ein Düsseldörfler in einem Schweinekörper. Sieht ganz aus, als fühlte er sich auch nach seiner Verwandlung noch sauwohl in seiner Haut. Wie schön. Sagst du bei jedem Schwein das gleiche? Ein Schwein namens Freddy. Nein, ein Dörfer namens Freddy im Schweinekörper. In seiner Gestalt leben zu müssen, da wird einem schon ganz anders, oder Mario? Oik, oik. Dieses Schwein ja war auch mal ein Düsseldörfler, oder? Wie schrecklich, auf einmal so verwandelt zu werden. Oink. Was können wir nur tun? Wir müssen denen helfen. Ah, danke für die Hilfe, Kollege. Sehr nett von dir. Wohnt hier noch jemand? Ah, du bist noch nicht verwandelt worden. Diese Dunkelheit hier macht einen irgendwie depressiv. Da ist es eigentlich egal, ob man ein Schwein ist oder nicht. Oha. Der Bewohner dieser Karte, ist er jetzt... Oder dieser Kate-Karte? Ich weiß nicht. Ist er jetzt ein Optimist oder ein Pessimist? Ich hoffe nur, er versteht wenigstens selbst, was er da redet. Wahrscheinlich nicht, aber was ist denn hier? Sieht aus wie ein Item, wie ein Tetris-Block. So kann ich ja nicht mitnehmen. Betrug! Er heult schon rum. Und ich dachte, diese Dorfbewohner wären so düster und böse, aber nein, die haben alle Schiss. Die haben alle Angst. Wieso können wir mit denen reden, wenn die sowieso nur, naja, Geräusche machen? Ein Düsseldörfler in einem Schweinekörper. Bestimmt hätte er nie damit gerechnet, dass ihnen so etwas einmal passieren könnte. Ich glaube nicht, dass irgendwer damit rechnet, Gumbrina, wenn ich ehrlich bin. Hi. Willkommen im Hotel. Ein wenig Ruhe erfrischt Geist und Körper. Also zumindest, solange du noch einen hast. 10 Münzen? Nee, ich brauche nicht. Ach, warum denn nicht? Ja, ist lange her, dass die hier Besuch gefunden haben, aber... Komm schon, wir müssen weitergehen. Wir können uns jetzt direkt nicht ausruhen. Was geht hier ab? Oink. Oink. Diese Schweine kommen mir irgendwie bekannt vor. Dir war auch? Nein, das sind einfach nur 3 Schweine. Was ist denn mit euch los? Och, seitdem der Ladenbesitzer ein Schwein geworden ist, gibt es nichts mehr zu essen. Nicht mal für die Kinder habe ich etwas. Was sollen wir nur tun? Okay, also sie sind aber nicht auf die Idee gekommen, die Schweine zu essen? Ja, okay, vielleicht kann man sie ja irgendwann wieder zurückverwandeln. Wäre ja auch Kannibalismus oder so. Ich weiß es nicht. Mama, Hunger essen! Ach, Reisender, wenn du etwas zu essen hast, wirst du es mit uns teilen. Ja, also ich habe hier... Was habe ich denn hier? Ich könnte die Trockenblume anbieten. Nein. Nein. Was wollt ihr denn haben? Ja, nee, ich will nicht böse sein. Hier eine Pilzpfanne. Für alle. Oh, vielen Dank. Die Kinder werden sich freuen. Zum Dank nimm diese Kleinigkeit. Ein Sternwind. Macht 6 Angriffe alle Gegner. Cool. Ach, Reisender. Wo kommst du eigentlich? Aus Rohlingen. Und davor waren wir anders. Was zum... Hat's gerade gedonkt? Ich hab's nicht gehört. So ein Schwein. Schmeckt das eigentlich? Oh Gott. Bitte, mach, dass unsere Mutter wieder normal wird. Unsere Mutter ist zum Schwein geworden.
Bestimmt hat sie sich nicht verwandeln lassen, damit die hier etwas zu essen haben. Aber bei diesem Timing könnte man auch das schon fast denken. Ja. Der jüngste Sohn, man kann die drei wirklich kaum auseinanderhalten. Tick, Trick und Track, oder wie? Hey, lass mich durch! Lass mich durch! Wir sind in Düsseldorf, der Himmel ist düster und die Menschen sind es auch. Ob das Leben hier die Leute wohl in ihre düstere Stimmung versetzt? Aber lieber düster als ein Schwein, oder? Oha. Der mittlere Sohn. Bei drei Kindern steht das mittlere im Mittelpunkt. Oder rede ich da mal wieder ohne Unsinn? Du hast doch keine Geschwister. Der älteste Sohn. Er ist nur ein wenig älter als seine beiden Brüder. Okay, also du hast keine wirklichen Infos über die. Nur wie alt die sind. Toll. Hallo. Danke, Mann. Der Mond ist das einzig Verlässliche in diesem Dorf, deshalb bete ich zu ihm. Oh Mond, lass mich kein Schwein werden. Ich esse auch bestimmt kein Schweinefleisch mehr, versprochen. Ein Düsseldorfler, er scheint sehr auf die Kraft des Mondes zu setzen, aber in Düsseldorf ist der Mond ja auch sehr auffällig. Ja, kann ich schon verstehen, kann ich auf jeden Fall schon mal verstehen. Kann ich hier rein? Oh, ich kann hier rein. Ihr habt doch ein bisschen Ernte, wir können doch ein bisschen was essen. Oder nicht? Ja, okay, die sagen alles gleich. Ich weiß nicht, warum ich mit jedem Einzelnen davon rede. Wie dieses Schwein quiekt, als hätte es sein ganzes Leben nichts anderes getan. Dieses Kleine hier wirkt ungewöhnlich entspannt, findest du nicht auch? Das ist doch kein normales Schwein. Oink? Ich hab keine Ausbildung mit Schweinen. Ich kenne mich mit denen nicht aus, du. Das war auch mal ein friedlicher Düsseldörfler. Irgendwas ist seltsam in diesem Schwein. Ein Düsseldorfler, wieso haben die alle nur so schwarze Augenränder? Ich weiß, in Düsseldorf ist das bestimmt gerade modern. Meinst du, die haben Make-up? Also ich denke, wenn schon ein Schwein, dann ein richtig großes. So ein kleines Ding ist doch kein echtes Schwein, oder? Boah, die haben alle akzeptiert, dass sie irgendwann Schweine werden und überlegen sich, was für ein Schwein sie werden wollen. Oh mein Gott. Der Dorfkrämer, auch er ist ein Schwein verwandelt worden. Es ist schon unglaublich, was dieser Fluch aus den Leuten macht. Und du weinst. Die Krämersfrau vom Düsseldorfer Laden. Sie betreibt den Laden mit ihrem Mann zusammen. Und sie liebt ihren Mann wirklich sehr. Mit anderen Männern gibt sie sich wohl nur ganz selten ab. Oh, ein Kunde. Entschuldigt, wir haben heute geschlossen. Ihr bitte, ihr wollt wissen warum? Mein Mann ist zum Schwein geworden. Zum Schwein! Ach so, Schwein! Ja, gestern ist er in den Wald gegangen, Kräuter suchen. Er blieb lange weg und plötzlich kam er in dieser Gestalt wieder. Im Streit sagte ich mal, er könnte von mir aus ein Schwein werden. Aber dass er wirklich ein Schwein wird. Er konnte auch nett sein. Zur Geburtstag bekomme ich immer was Leckeres. Und neulich kam so ein Kobi in den Laden. Er war so männlich, dass ich mich immer wieder... Und das ist seine Unterhosen. Und wie oft habe ich ihm schon... Und weil er sie war... Und trotzdem habe ich... Wenn ich gehe, dann... Hörst du mir auf zu? Nee, sorry, ich bin eingeschlafen. Kann sie nicht irgendwie Zeug verwandeln? Ich würde alles tun, um dir mal zu helfen. Wenn du irgendwas brauchst, kannst du dich in unserem Lager frei bedienen. Echt? Da. Wie denn? Was? Die Tür ist verschlossen? Vielleicht hat mein Mann den Schlüssel im Wald verloren. Na, toll, und ich dachte schon, wir kriegen ja kostenlose Items. Zu früh gefreut. Zu früh gefreut. Eine Röhre? Wo führt die denn hin? Was zum... Ey! Die Röhre scheint nicht zu funktionieren? Da hat wohl jemand vergessen, die Röhre mit etwas zu verbinden. Na gut, dann gucken wir aber später nochmal vorbei bei der Röhre. Ich habe keine weiteren Infos für euch. Der Düsseldörfler Dichter. Ich frage mich, was der wohl schreiben mag. Lesen und schreiben dürfte ihr schließlich gar nicht so einfach sein. Wenn es dauernd so düster ist, verdippt man sich doch sicher sofort die Augen. Ich bin Schriftsteller. Ich pflege jeden Tag eine Menge Bücher zu lesen. Ich frage mich nur eines, ob man wohl als Schwein noch lesen kann? Ich glaub nicht, du. Ich glaub nicht. Der Düsseldörfler Torwächter. Leute wie ihn gibt es wohl in jedem Dorf. Ohne Leute wie ihn käme man viel schneller... nichts. Wirklich, ich hab gar nichts gesagt. Wie man käme viel schneller... Wie meinst du das? Wie meinst du das, Gubrina? Dieser Weg führt in den Wald. Dort ist ein schrecklicher Geist. Der wohnt dort. Wenn ihr wirklich gehen wollt, dann müsst ihr Dorfvorsteher um Erlaubnis fragen. Das habe ich doch schon mal irgendwo gehört.
Na gut, wenn das so ist, dann gehen wir nochmal zurück. Ja, das habe ich in Paper Mario schon öfters gehört. Geh nochmal zurück und frag ihn, ob du es darfst. Oh, die Glocke, Mario! Ob es diesmal wohl wieder einen erwischt? Zum Glück, mir scheint es nicht getroffen zu haben. Mich auch nicht. Du glaubst doch nicht etwa, das hat den Dorfvorsteher... Nein, das wäre viel zu passend für die Story. Das würde ja niemals passieren. Nein. Das hat irgendein Random getroffen, ganz sicher. Dieses Schwein! Das ist der Dorfvorsteher! Was machen wir denn jetzt nur, Mario? Wir brauchen doch eine Erlaubnis, um das Tor zu passieren. Vielleicht können wir ihn anlocken mit Karotten oder so? Hey! Jetzt ist der Dorfvorsteher auch ein Schwein. So kann das nicht weitergehen. Denk nur, wenn alle Dörfler Schweine sind, dann komm als nächstes... Mario, nein, du darfst nicht zulassen, dass das passiert! Dann kommst als nächstes du dran? Oder wir beide? Oder die Krähen? Nicht die Krähen. Können nicht zulassen, dass die Krähen auch noch zu Schweine werden. Dann können die ja noch fliegen. Haben wir so fliegende Schweine überall. Hä? Oh oh. Sag jetzt aber nicht, dass der Torwächter als nächstes verwandelt wurde in ein Schwein. Oh, der Wächter ist ja gar nicht mehr da. Oder ist er etwa ein Schwein geworden? Auch nicht schlecht. Da können wir das einfach jetzt weitergehen. Cool. Oha. Der Torwächter, irgendwie hat es ihn auch erwischt. Natürlich ist das schrecklich, aber wenigstens können wir jetzt durch. Hat er verdient. Oha, also verdient würde ich jetzt nicht sagen, Gumbrina, aber ich verstehe, was du meinst. Wir müssen nämlich sofort weiter und denen helfen. Wenn sie sich nicht selber helfen, dann müssen wir es tun. Da ist ein Item drin. Kann ich da nicht einfach so durch den Ritz da... Ach, das geht nicht. Verdammt. Gumbrina, was machen wir jetzt? Hä? Okay. Den Stein könnten wir nicht bewegen. Oh nein, die grünen Gumbas. Ja, an die kann ich mich noch erinnern aus dem ersten Teil. Nein! Nein! Nicht die Yoshi's Island Blumen. Die gibt's auch in einer anderen Form. Und ich möchte mich nicht an die andere Form erinnern. Ihr wisst, was ich meine. Was ist ein Hyper-Gumba? Das sind, also, hyperstarke Gumbas halt. 8 KP, 2 Angriff, keine Verteidigung. Wenn sie sich aufladen, ist die Angriffskraft im nächsten Zug 8. Du sollst sie schnell erledigen, bevor es so weit kommt. Wenn das nicht geht, solltest du vielleicht besser fliehen. Was? Wie? Ich kann nicht springen. Technik ist jetzt nicht wählbar? Warum? Weshalb? Hm? Okay. Machen wir den Maxi-Beben? Ich glaube, wir machen ihn. Machen wir den Maxi-Beben. Wenn wir es sowieso gerade aufgeladen haben. Wir werden die auf jeden Fall nochmal öfter bekämpfen. Das ist safe. Werden die bestimmt nochmal alle öfter bekämpfen. Von daher. Und ja, ich habe vor, in diesem Let's Play alle Gegner zu scannen. Mal gucken, ob ich es schaffe. Aber es ist auf jeden Fall mein Ziel. Und mein Ziel jetzt gerade ist es, diese Attacke nicht zu versauen. So wie die... Wie das eine Mal, als es sehr gestochen hat, aber jetzt BAM! Down! Ne, es killt ihn nicht. Dammit! Was zum. Hä? Defensiv? Okay, er hat einen Buff bekommen von plus 6? Ah ne, oh, er charged sich, oh mein Gott. Ja, der haut ab, der haut immer ab. Das bin ich schon gewohnt von dem. Aber lass mal kurz den scannen. Können wir den überhaupt diese Runde jetzt besiegen mit seiner Verteidigung, mit seiner extra Verteidigung? Das ist ein Halbra-Gumba. Halbra-Gumbas sind Halbra-Gumbas mit Flügeln. 8 KP ist Angriff, keine Verteidigung. Wenn sie sich aufladen, beträgt ihre Angriffskraft 8. Wenn sie auf sie springen, verlieren sie die Flügel und werden zu Halbra-Gumbas. Aber damit sind sie immer noch gefährlich genug, also pass auf. Ja, warum darf ich denn springen? Das macht ja gar keinen Sinn. Das ist jetzt doof, ne? Damit erwische ich die auch nicht. Vielleicht mit dem Wirbelschlag? Eigentlich nicht, ne? Ich kann auch nur den Vorder angreifen. Warum? Warum kann ich denn gerade nicht springen? Woran liegt das denn? Okay, da steht ja der auch den hinteren Gegner schädigt. Deshalb versuche ich das einfach mal. Ja! Ah, cool. Er hat richtig gut den hinteren Gegner beschädigt. Danke, Beschreibung. Dass du mir Hoffnung gegeben hast.
7 Schaden. Ja, die musste ich jetzt tanken. Ich kann. Warum darf ich nicht springen? Da muss ich vorne stehen dafür. Nö. Ich darf nicht springen. Aber den Grund dafür weiß ich nicht. Was zum. Hä? Wie jetzt? Wie jetzt? Hä? Was? Was war das denn jetzt? Aha. Okay. Ja, fliehen bringt nichts, dann kriegen wir keine Erfahrung. Dann schätze ich, müssen wir wechseln auf jemand anderen. Boah. Ich könnte Arona versuchen. Sie könnte es vielleicht schaffen. Sie hat doch bestimmt eine Technik. Haupt-KP. Ja, das können wir ausprobieren. Ist sowieso eine neue Attacke. Hä? Wie, was ist gerade passiert? Ging schon los? Was? Hä? Ah, na klar geht der auch sie. Hey, was ist gerade passiert? Ja, kill ihn bitte für mich. Hä? Was zum... Ey! Das hat gar nichts gemacht, Mann! Vielleicht bringt ja der Body Slam was. Komm schon. Triff einfach und kill ihn. Bitte, bitte. Danke. Danke, Arona. Danke. Was ein seltsamer Kampf. Den Gegner habe ich nicht verstanden. Ich verstehe generell nicht. Warum darf ich nicht springen? Auf der Oberfläche kann ich doch springen. Das war gerade eine Barriere, die ich nicht verstanden habe. Naja, was soll's. Holen wir uns noch ein paar Items. Kriegen nämlich sehr, sehr viele, die ich auch jetzt brauche. Und nein, gegen den will ich nicht nochmal kämpfen, tatsächlich. Oh, ein Pickel, Hypergumba. Ja. Okay, schicken Damage schon mal gemacht. Sag uns mehr über ihn. Das ist einer. Hysterigumba. Hysterigumbas sind hyperstarke Pix-Gumbas. 8 KP, 3 Angriffkraftverleihung. Wenn sie sich aufladen, ist die Angriffskraft im nächsten Zug 9. Schreckliche Biester. Wenn du sie nicht schnell erledigst, bringen sie sich in ernste Schwierigkeiten. Aber irgendwie müsste man ihren Attacken doch ausweichen können. Gut, dass ich ein... Oh, ich habe keine BP mehr. Verdammt! Nein, ich brauche BP. Habe ich nicht irgendwas für BP? Stellt 5 BP wieder her. Warte, warte, stopp, 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 stopp. Sternenfit setzen wir ein. Wie ging das nochmal? Nach links bewegen, um abzuschießen. Das brauchen wir. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Bisschen Leben. Bam, 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 bam. Nein, da unten. Nein, verdammt. Da unten. Nein. Peace. Ach komm. Ach, hallo, hallo, hallo. Ich bin nicht gut in der Attacke. Ja, toll. Hätte ich auch einfach mal ein Item beisetzen können, theoretisch. Ich habe nur 5 bekommen. Super wenig. Eigentlich lohnt sich das nicht mehr, die Attacke. Also am Anfang des Spiels hat es sich vielleicht gelohnt, aber jetzt eigentlich nicht mehr. Aber sagen wir zumindest, ich habe genug für ein Erdbeben. Obwohl, ich glaube, der Erdbeben wird aber auch nicht wirklich viel ändern, oder? Boah, ich weiß es nicht. Versuchen wir es. Oder warte. Hat nicht Kupio eine neue Attacke? Panzerschild. Das können wir versuchen. So, mit A. Das hat nicht geklappt. Uff. Oh Mann. Ich verstehe die Attacken nicht. Ich spiele jetzt ja zum ersten Mal, Mann. Oh man, jetzt habe ich auch gar keine BP mehr, ne? Nope. Okay, und du hast auch nichts mehr. Okay, wir machen es folgendermaßen. Wir machen es folgendermaßen. Ich habe ja noch einmal mein Hotdog. Mario frisst sein Hotdog. Lecker, lecker, schmecker. Sehr schön, sehr schön. Und Kupio macht den Powerpanzer. Jetzt! Das ist zumindest der erste schon mal down. Nächste Runde sind dann die anderen hoffentlich down. Aber wir hätten vielleicht doch ins Hotel gehen sollen und uns heilen sollen. Wenn ich ehrlich bin. Ja, jetzt habe ich es irgendwie schon nötig. So, Kupio. Du schaffst das. Kill die beiden! Du schaffst das! Sehr schön.
Und falls ihr die Folge auch sehr schön fandet, dann würde mich ein Like freuen und vor allem, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Bei Paper Mario The Thousand Year Door. Wie wird's hier weitergehen? Wie können wir den Dorfbewohnern retten, ohne dass sie gleich zu Schweinen werden? Findet es beim nächsten Mal heraus. Und je nachdem, falls ich es beim nächsten Mal auch herausfinden sollte.